ihr Lieben, ich bin's mal wieder, die Claudia. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt heute mal das intensive Durchbewegen für den ganzen Körper, von der Halswirbelsäule bis zur Lendenwirbelsäule. Und los geht's. Wir fangen an mit dem Nacken. Wir nehmen das Kinn zur Schulter. Schauen wir zur Decke, auf den Boden. Lass die Schultern schön tief, spann den Bauch schön an. Haltet mit dem Wagen den Wasserkasten fest. Gehen wir mit dem Ohr zur Schulter. Achte darauf, dass der Kopf schön in Linie ist. Schultern sind schön tief. Schultern sind schön tief. Dreh die Hände ein bisschen nach außen. Dann haben wir die Schulter da, wo wir sie haben wollen. Thank you.
locker lassen. So. Wir nehmen die Hände an den Po. Verschränken die Hände. Und jetzt abwechselnd die Schulter heben und senken. Hände bleiben schön am Po. Bauch ist fest. Nicht ins Hohlkreuz gehen. Schön runterziehen, dann die Schulter dabei. Hoch und ganz tief runter. Und jetzt versetzt erst die rechte und dann die linke. Bring den Schultergürtel schön in Bewegung. Schulter und umgekehrt. Bauch ist fest. Bewegung findet nur oberhalb des Bauchnabels statt. Schultergelenk. Achte darauf, dass ihr nicht zu sehr mitrotiert, sondern nur Bewegung oberhalb des Bauchnabels. Versucht auch hier wieder mehr Beweglichkeit im Schulterbereich rauszuholen. Mit der Hand dann weiter hinter zu kommen. Auf die hintere Schulter. Tief, Bauch ist fest. Jetzt beugen wir uns, umarmen uns selber und wieder aufrichten.
schön hinten an die Wand ziehen dabei. Knie schonen. Wechselt auch immer die Arme. Bauch festlassen, Schulter tief. Po nach hinten ziehen. Schultern trotz allem nach unten. Das Schultergelenk gut auf. Und wieder locker lassen. So, wieder schön gerade stehen, aufrichten, Wasserkasten, Türsteher, Brust raus, rein. Hände nach außen. Jetzt ziehen wir mit einer Hand gerade. Bleibt gerade mit dem Körper, nicht zur Seite ausweichen, ganz gerade nach unten ziehen. Bauchschön festlassen.
tief, Körperspannung. Locker lassen, jetzt rechts und links, Bauch fest, gegenhalten, nur die Arme. Wieder locker lassen. So, Arme nach vorne. Jetzt gehen wir diagonal mit beiden Armen nach oben. Schulter bleibt tief. Bauch fest. Der Körper dreht nicht mit. Nur so kommen wir an den Nacken. Tief, Körper fest. Und wieder locker lassen. Dasselbe machen wir nach unten. Vorne, Schulter tief, Bauch fest. Wir drehen nach unten. Kopf kann wieder mit. Oberkörper bleibt stehen. Spürt die Beweglichkeit im Nacken, Schulterbereich. Seite noch einmal und wieder locker lassen. So, Hände seitlich, Rücken nach vorne, jetzt die Schulterblätter hinten schließen und wieder öffnen. Lass die Schultern schön tief.
nehme eine Hand in den Nacken. Schön Bauchspannung, Beine, Körperspannung überhaupt, Schulter tief und wir ziehen uns wieder gerade. Schultern sind tief, schön gerade, Bauch fest, Beinspannung. Wirbelsäule, Brustwirbelsäule. Hände über Kreuz, Schulter tief, Bauch fest, Bauchspannung und nur den Oberkörper nach rechts und links drehen. Nur oberhalb des Bauchnabels arbeiten, unterhalb bleibt fest stehen. Schön ausnutzen. Zu jeder Seite noch einmal und wieder locker lassen. Wir nehmen die Hände vor die Brust. Jetzt gehen wir die Kniebeuge, Po nach hinten, Hände tief, Schulter tief und wieder hoch. Oberkörper schön nach unten, aber Po nach hinten. Thank you.
So, Hände an den Nacken. Schön wieder den Körper spannen. Beine, Bauch, Schulter tief. Wir rotieren einmal nach rechts. Strecken die Arme. Vorbeuge. Spannung in den Beinen halten, nur den Oberkörper rotieren. Schön die Füße im Boden drücken. Achtet darauf, dass ihr nicht übers Knie geht vorne. Knie geht nicht über die Fußspitze. Aber den Rücken lang ziehen. Jede Seite noch einmal. Und wieder locker lassen. Ihr verschränkt die Arme hinterm Rücken. Schulter tief. Körperspannung. Jetzt beugen. Hände bleiben am Po. Und wieder aufrichten. Nicht in den Knie zu sehr beugen. Der Oberkörper arbeitet. Der Kopf bleibt schön gerade. Den Händen immer Richtung Po oder auch zur Wand hinter unten. Zweimal.
Ihr nehmt die Arme nach vorne. Schritt nach hinten. Arme nach vorne. Und locker lassen. So, das war der erste Teil. Viel Spaß beim Nachmachen.